Herzliches Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider bzw. Blood Ties oder Tears. Irgendwie so, nicht Tears, also keine Tränen, aber auf Deutsch Blutsbande. Ja, das ist natürlich so ein kleines Extra für so zusätzliche Informationen und Hintergrundwissen und vielleicht relevantes Wissen für die Zukunft der Geschichte, wie auch immer. Ich bin echt gespannt, was hierbei rauskommt. Hier passiert nicht viel. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein kleines Bonus, um mehr Hintergrundwissen zu kriegen. Oder zukünftiges Wissen. Irgendwie so. Und ja, herzlich willkommen. Wir fangen mal an. Ich bin von der Gameplays als Hobby und wir laufen hier in Lara Crofts Anwesen rum oder in Croft Anwesen und suchen irgendwie eine Kombination für den Safe, um herauszufinden, ob dieses Haus so gesehen an uns weitergeerbt wurde. Sonst verlieren wir das Anwesen. Das wäre natürlich doof. Und ich bin jetzt hier die ganze Zeit am gucken. Wir haben jetzt den Hauptschlüssel gefunden. Ob man noch sonst irgendwo hin können damit. Aber irgendwie finden wir nichts. Also finde ich nichts. Gibt es hier oben noch irgendwelche Türen? Okay, da kann man nicht drüber. Nee, wir können eigentlich nur in den Westflügel, der abgeschlossen ist. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einmal. Oh. So, mal ein bisschen die Kopfhörer etwas leiser stellen. Ist doch ein bisschen zu laut. Ich hoffe, bei der Aufnahme ist es nicht so heftig, so dass man mich dann auch noch versteht. Oh. Wunderschön. Einerseits ist es wirklich schön. Ich glaube, da spricht natürlich die Archäologin aus ihr wieder heraus. Ne, ruinenmäßig und sowas schon überwuchert. Die Frage ist nur, warum hat der Lord Croft hier den Flügel abgeschlossen und als verboten dargestellt für Lara? Da haben wir was. Hallo? Von wem? Ohne Emilia ist das Haus nicht mehr dasselbe. Finsternis erfüllt es. Eine Ruhe, die ich nicht ertrage. Auch wenn Lara noch zu klein ist, um zu verstehen, was passiert ist, spürt auch sie die Veränderung. Sie hat nur einmal nach ihrer Mutter gefragt und ich fürchte, meine Reaktion hat ihr Angst gemacht. Ich werde Winstons Hilfe bei Lara in den nächsten Monaten mehr denn je brauchen. Mir war nie bewusst, wie sehr Trauer einen Menschen zerstören kann. Doch ich bin am Boden zerstört. Ich weiß, ich kann dem Schmerz nicht entfliehen, doch ich werde alles tun, um ihn zu meiden. Ich werde den Westflügel verschließen, solange ich hier lebe. Es wird so bleiben, wie Emilia ihn verlassen hat. Vielleicht findet Lara eines Tages dort Antworten. Dad hatte recht. Ich konnte die Veränderung spüren. Jetzt werde ich meine eigenen Antworten finden. Von Trauer verzehrt, Lord Crofts Tagebücher. Also ist die Armenia vielleicht doch abgehauen und kam nicht mehr wieder? Hat er sie doch nicht wieder zurückgekriegt? Oh, was ist mit der Musik los, ey? Und, ja. Der Messflügel ist so hinterlassen, wie die Armenia es hinterlassen hat, aber ich glaube kaum, dass da ein Baum schon in der Wohnung drin war. Das kam wohl durch ein Unwetter. Suchen Sie im Elternschlafzimmer nach den übrigen Kombinationshinweisen. 0 von 2. Elternschlafzimmer, okay. Wo hat denn der Lord Croft dann geschlafen, also Ihr Vater? Nach allem, was Atlas getan hat, wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir
wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ich traue ihm nicht. Musst du auch nicht, Richard. Aber bitte, vertrau mir. Tut mir leid, Liebling, aber ich kenne ihn. Er geht an die Presse, dann springen die Investoren ab. Dann geh, ohne mich. Heute Nacht. Ich kümmere mich um Atlas und treffe dich nächste Woche in Tibet. Ich war so jung. Aber an diesen furchtbaren Streit erinnere ich mich. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht. Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Interessant. Sollte es jetzt unheimlich sein? Punkt 12 Uhr stehen geblieben. Wir haben ja noch eine Büste. Das ist Dad. Ja. Ist wohl Familientradition, aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Warum nicht? Für die Nachwelt? Warum nicht? Parfümflasche von ihrer Mutter? Das Parfüm meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Schönes Parfümfläschchen. Sowas gefällt mir. Medikamente? Hat jemand psychische Probleme oder sowas? Das sieht aus wie Medikamente da hinten links. Das Orangene mit dem weißen Deckel. Oh, ein Foto. Mom an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Also geheiratet haben sie wohl auch. Oktober. Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. 11. Oktober vielleicht? Nee, die Zahl sieht man wirklich nicht mehr. Okay, also jetzt wissen wir immerhin schon mal den Monat. Ihr Hochzeitstag war im Oktober. Aber an welchem Tag? Mann, dass ich das nicht weiß. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. Schönes Kettchen, Amelies Anhänger. Amelias Anhänger. 13. Oktober. Mams Geburtstag. Vielleicht war das auch gleichzeitig der Hochzeitstag, 13. Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Mams Geburtstag herum. Ich denke eher genau am Mams Geburtstag. Dann wäre es genau wie bei meiner Mutter. Meine Eltern haben auch zum Geburtstag meiner Mutter geheiratet. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt. Und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan. Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch. Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Jawort gaben. Oh, 4 Tage vorher. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der Demornes. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen. Umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Wenn man sich das Ganze mal so anhört, da fragt man sich, warum ist sie abgehauen? Sie war so fasziniert von seiner Arbeit und auch seiner Leidenschaft und Chaos seiner Arbeit und wollte das jeden Tag. Da fragt man sich, warum ist sie eventuell abgehauen oder wurde sie entführt? Vereinte Gegensätze. Die Hochzeit in Luxor war Moms Idee, das habe ich gar nicht gewusst. Ich bin froh, dass ich nach all den Jahren neu einen Blick in ihr Leben bekomme. Und sie wollte anscheinend 4 Tage vor ihrem Geburtstag heiraten, also am 9. Oktober.
Ah ja, okay, das war sogar ein Hinweis dafür. Dann wollen wir natürlich alles wissen. Amelia wäre dagegen gewesen. Das allein hätte ausreichen sollen. Aber ich bin, wie ich bin, ein sturer Narr. Ich habe die Türen des Westflügels verschlossen und werde sie nicht wieder öffnen, bis entweder mein Leben oder meine Sturheit endet. Am Vorabend sagte Roth, ich würde meine Meinung noch ändern. Wie ein gebrochener Arm würde die Wunde heilen und eines Tages würde der Gips abfallen und wir wären wieder gesund. Die plumpe Metapher machte mich wütend, als wäre unser Verlust nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Harte, doch wahre Worte, aber ich habe getan, was ich muss. Vielleicht reißt Lara eines Tages die Türen wieder auf und lässt die Sonne hinein. Vielleicht findet sie ihren Frieden an diesem Ort. Okay, ist ihre Mutter vielleicht was zugestoßen? Unfallmäßig? Ich weiß, dass Dad nicht damit klar kam, was passiert war, aber es ist Zeit, die Westflügel wieder zu öffnen. Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Wenigstens funktioniert das alte Ding noch. Hä? Die Uhr, oder was? Oh, ein Ring. Moms Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Wow. Na, dann müsste hier doch das Geburtsdatum, Dingsdatum draufstehen, oder? Die Inschrift ist verblasst. Könnt ihr das mit yours? Näher kann ich leider nicht dran. Ich platze vor Stolz. Amelia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Gryffindor. Nein, Amelia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlet oder Kate. Aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach. Wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Genau. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen. Weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. Das stimmt. In gewisser Hinsicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit herausgefunden, es aber nicht realisiert. Und ich bin froh, dass sie sich für Lara entschieden haben. Ja, Scarlet, Kate, weiß ja auch nicht. Okay, Geschmackssache. Eine neue Croft. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Aus Bett kann ich nicht. Gut, ich glaube, wir haben alles. Hier schon, ja. So, ein Raum scheint es ja noch zu geben zum Untersuchen. Nämlich hier entlang. Okay, Lara, reiß dich zusammen. Du siehst schon Gespenster. Alles klar. ein Horrorspiel sollte das doch nicht sein, oder? Was ist? Atelier. Dad hat es kurz nach ihrem Tod verschlossen. Bestimmt konnte er den Gedanken nicht ertragen, irgendwas von ihren Sachen wegzuräumen. Kurz nach ihrem Tod? Sie weiß also Bescheid, was mit ihrer Mutter passiert ist. Okay, wie jetzt wohl auch. Okay. Oh, das ist natürlich tragisch. My Lord, wir alle hoffen, Ihre Arbeit wurde auf der Konferenz gut aufgenommen und freuen uns auf Ihre Rückkehr.
Wie so oft bei diesen Schreiben wollte ich Ihnen von einem Zwischenfall mit unserem kleinen Engel berichten. Offenbar haben sich die anderen Mädchen an Laras Schule über sie lustig gemacht. Soweit ich entnehmen konnte, haben die jungen Damen sie damit aufgezogen, dass sie zu jungenhaft sei. Sie ziehen sie nicht noch einmal auf, doch ich glaube, die Worte haben sie getroffen. Ich glaube, Lara vermisst ihre Mutter in letzter Zeit. Sie sorgt sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen ist. Da sie nur mit ihrem Vater aufgewachsen ist, verwundert es kaum, dass sie keinen Bezug zu ihnen hat. Vielleicht wäre ihre neue Freundin Anna ein willkommener Einfluss. Sie könnten sie doch einmal mitbringen, damit Lara sie kennenlernt. Den richtigen Moment dafür zu finden, überlasse ich Ihnen. Eine sichere Rückreise. Hochachtungsvoll, Winston. Da kam die Anna ins Spiel. Oh, Vincent, er hat wirklich auf mich aufgepasst. Sorge. Aber wie ist ihre Mutter gestorben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Durch eine Krankheit? Unfall? Seit Jahren unberührt, so wie sie es verlassen hat. Außer das Wetter hat hier mitgespielt. Ich hatte meiner Familie die Stirn geboten und Richard und unsere Liebe verteidigt. Doch mit Einzug in das Croft-Anwesen kamen mir Zweifel. Wie sollte die Liebe in diesen gähnenden Räumen überleben? Hatte ich einen schrecklichen Fehler gemacht? Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben. Richard hat mich mit einem Spiel auf den Anwesen willkommen geheißen. Es war eine Notiz aus 5 verschiedenen Sprachen, doch sie wies mir den Weg. Der nächste Hinweis war ein scheinbar leeres Stück Pergament in der Küche, wo die Wärme einer Kerze eine Nachricht aus Zitronensaft zum Vorschein brachte. Grinsend wie ein Kind habe ich seine Rätsel gelöst und bin der Spur bis zum Ende gefolgt. Eine weiße Tischdecke auf der Wiese und ein Picknick. Wir lachten und aßen und mit dem Morgennebel schwanden auch meine Zweifel. Die Liebe kann und wird siegen. Gut gemacht, Dad. Du wusstest, wie schwierig die Entscheidung für sie war und hast es ihr einfach gemacht. Spiele, die wir spielten. Sehr schön. Ein Klavierzimmer. Okay, das geht doch so gesehen noch einmal ums Eck. Das war fast richtig, Schatz. Hier, ich zeig's dir. So, siehst du? Sehr gut, Lara. Sehr gut. Wie mein Leben wohl geworden wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. Wer weiß, vielleicht Pianistin geworden? Ich kann nicht spielen, okay. So, da haben wir was liegen. Hier haben wir 2 Bilder zu begutachten. Daran erinnere ich mich gar nicht. Foto von Emilia und Lehrer beim Malen. Könnte ich mich doch nur daran erinnern. Mom starb zu jung. Oh Mann, okay. Mom mit mir als Baby. Habe ich noch nie gesehen. Unfassbar, dass ich mal so klein war. Ja, das waren wir alle mal. Ein oder andere war vielleicht mal ein paar Zentimeter kleiner oder größer. Aber so klein waren wir alle mal. Ist manchmal wirklich unvorstellbar. Moms Gemälde. Welches mochte Dad am liebsten? Bestimmt sich selbst. So, ja, mein Buch. Ich war heute kurz daheim, um meine letzten Gemälde zu holen. Besser gesagt, im Heim meiner Familie. Atlas war da, schlecht gelaunt wie üblich.
Doch über seine gemeinen Sticheleien gegen Richard konnte ich nur lachen. Dass ich jemals auf den Rat meines verbitterten Bruders gehört habe. Meine Zurückweisung machte ihn nur noch wütender. Ich ließ ihn vor sich hin brummelnd in Vaters Arbeitszimmer zurück. Auf der Rückfahrt machte Winston einen Umweg durch die Landschaft und ich sah meine Gemälde durch, darunter auch Richards Lieblingsbild, ein abstraktes Bild mit roten Blöcken. Lächelnd beschloss ich, es ihm zu schenken. Ich war glücklich und auf dem Weg nach Hause. Aha, ein Bild mit roten Blöcken. Einzug. Hinweis zur Safe-Kombination. Rote Blöcke. Dads Lieblingsbild. Vielleicht finde ich auf diesem Gemälde einen Hinweis auf die Kombination. Okay, zurück zum Arbeitszimmer und dem Safe. Das hier dann wahrscheinlich, hm? 1, 2, 3, 4 rote Blöcke. Falls das wichtig ist. Schauen wir mal. Da geht's nach hoch. Genau, das habe ich vorhin auch noch gesehen. Da haben wir noch was. Das da oben kriegen wir bestimmt nicht. Oh, und eine Truhe. Vielleicht die Brechstange. Das war für eine Ausstellung von Moms Werken in London. Ja. Wie gern würde ich die heute sehen. Hier steht, Amelia Croft plant, ihre Werke in New York zu präsentieren. Was wohl daraus geworden ist? Keine Ahnung. Lara kam heute zur Welt. Es war etwas dramatisch, aber alles ist gut. Sie ist ein gesundes, schönes Baby. Richard ist gerade weggegangen. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Bestimmt feiert er heute Abend mit seinem Lieblingswhisky. Es ist jetzt ruhig und friedlich. Nur der sanfte Klang des Regens und die leisen Schlafgeräusche dieses neuen Lebens in meinen Armen. Lara. Lara Croft. Meine liebe Tochter. Mein Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Wir haben eine Verbindung. Etwas, das ich nie erwartet hätte. Eine so starke, reine Liebe. Eines Tages wirst auch du sie spüren. Ganz gleich, wohin du gehst oder wo auf der Welt du deinen Platz findest, diese Verbindung wird uns immer bleiben. Sehr schön. Ja, Frauen fühlen das natürlich viel intensiver als Männer, weil die Frauen ja das Kind, ich sag jetzt mal, großziehen in sich. Da entsteht natürlich eine ganz andere Verbindung. Ich fühle diese Verbindung zu dir immer noch mal. Eine neue Liebe. Oh Mann. Es ist generell schrecklich, wenn ein Familienmitglied stirbt. Zu früh stirbt er wahrscheinlich. Schön, dass ich noch so viele von Moms Werken habe. So. Dann wollen wir ab zum Safe, oder? Schauen wir mal nach. Was hat die mit ihrer Hand gemacht? Dad, was bewahrst du hier drin auf? Nichts wirklich Wichtiges, Lara. Hausunterlagen und sowas. Wenn es nicht wichtig ist, warum legst du es dann in den Safe? Ich sollte wissen, dass ich dir nichts vormachen kann. Es ist etwas Wichtiges hier drin. Und zwar für dich, falls du es eines Tages brauchst. Na, hoffentlich hast du dich für mich eingesetzt, Dad. Schauen wir mal. Okay, ich habe alle Hinweise. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Ich habe jetzt gedacht, die sagt es oder die öffnet einfach. Drei Ziffern, also was... 9. Oktober, also wie schreibt man das am besten? 10-9 oder 9-10? Schauen wir mal, wir drücken mal 9-10. Und im Englischen 10-9. Nein,
war's nicht. Nein, Fehlanzeige. Die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Dann 9-10 vielleicht? Nein. War's nicht. 13-10 kann es nicht sein. Das wäre zu lang. Wir haben nur eine Kombination von drei Ziffern. Okay. Nein, Fehlanzeige. Die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Dann schauen wir uns das jetzt noch einmal an. Dokumente, Hinweise. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Hier hätten wir eine 4, sage ich jetzt mal. Ich glaube, diese Reise war nötig. Herrje. Ich war heute kurz... Hinweis auf Self-Kombination. Mehr gibt's da nicht? Ich glaube, da muss ich hier gucken. Ah ja. Die Pharaonenkrone von meiner Geburtstagsschatzsuche. Wie alt war ich da? 6? 8? Okay, die zwei... Ich sag jetzt mal Adler. Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Hier. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. So gesehen eine 5. So gesehen eine 5, eine 9. Eine 5, eine 9. Und eine 4. 5, 9, 4 vielleicht? Schauen wir mal. Wir werden sehen. Schade, mit meinem Tastenfeld kann ich es nicht eingeben. Also 5, 9. Nein, war's nicht. Nein, Fehlanzeige. Die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Ach klar, die Reihenfolge. Nein. Die Reihenfolge sagt er uns doch. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde von Emilia, unser Hochzeitstag. 9, 5. Scheiße, was war das? War das eine 4? Ah! Muss noch mal gucken. Entschuldigung, tut mir leid. Jetzt erinnere ich mich. 5. Jeder. Da haben wir eine 4. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Also 5, 4, 9. Lara. Zeige, die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Aha. So, was haben wir denn da? Ein schönes Gefühl, dass Dad das behalten hat. Tonabdruck von Leos Hand. Okay. Nein, danach suche ich nicht. Und danach? Ich bin wie betäubt. Es erfordert all meine Willenskraft, nicht der überwältigenden Trauer zu erliegen. Emilias Flugzeug in den Bergen abgestürzt. Oh, okay. Sie starb allein im Schnee, in der Hoffnung, dass ich sie finde. Oh Gott, nicht sie, nicht jetzt. Ich ertrage das nicht. Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar. Ich weiß, was ich tun muss.
Ich bin entschlossen. Ich werde sie zurückholen. Vielleicht bin ich deswegen hier. Vielleicht ist das Schicksal ein Test meines Glaubens an die Wahrheit, die ich so lange suche. Roth wird dagegen sein, aber um Laras Willen. Ich kann ihr nicht in die Augen sehen, wenn ich es nicht versuche, Emilia zurückzuholen. Die Mönche bereiten das Elixier zu. Dann wird sich zeigen, ob meine lange Suche nach der Wahrheit umsonst war. Okay. Dad, oh nein, was hast du getan? Was hast du getan? Hat das Elixier geholfen? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre sie ja noch hier. Dads Fortsetzung zu seinem ersten Buch über Unsterblichkeit hat es nie veröffentlichen können. Handgeschrieben, das ist das einzige Exemplar. Okay. Verdammt, auch nicht. Ich war sicher, dass hier drin ein Testament ist. Was ist das? Halt, was ist das? Eine leere Seite. Feuer. Da brauchen wir einfach wieder Feuer. Das Platz sieht ja schon wieder so aus wie diese eine Schatzkarte. Dad muss mir den hinterlassen haben. Bestimmt ist er wichtig. Das finale Rätsel. Also durch einen Flugzeugabsturz ist ihre Mutter gestorben. Das ist natürlich heftig. Hat Lara das selber schon gewusst oder hat sie das jetzt so gesehen zum ersten Mal gehört? Eine Geheimnachricht. Das ist unten im Keller. Da gibt es eine geheime Tür, wie es aussieht. Okay, die kriegen wir hin. Huch. Was sind das für seltsame Markierungen? Das muss eine Art Hinweis sein. Okay. Das muss ich mir mal abfotografieren gleich. Aber wir sind schon bei 32 Minuten. Und dann, ich werde das dann mal abfotografieren, dann schaue ich mal nach bei meiner Liste an Hieroglyphen, was das für Nummern hier sind. Ich nehme an, wir brauchen eine neue Nummernkombination. Okay, ich hoffe, es hat euch bisher hier gefallen. Eine kleine Schocksequenz war sogar mit dabei. Also, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, da habe ich mich ein klein bisschen erschrocken. ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr auf Kopfhörer guckt. Kann ich immer nur empfehlen, egal was ihr guckt von einem Gameplay. Na gut, außer vielleicht Pokémon Tekken oder Mario Tennis. Aber jetzt so ein richtiges Spiel, immer mit Kopfhörer gucken, weil dann kriegt ihr auch richtig was mit. Und ja, ich hoffe, ihr habt euren Spaß damit und findet es auch interessant. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder. Und generell beim dritten Teil von Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider. Da bin ich selber drauf, richtig gespannt. Okay, das war Rise of the Tomb Raider mit Blood Ties oder Blutsbrüder, Blutbanden, so. Blutbande oder sowas. Okay. Ich bin immer noch, aber das war von Gameplays als Hobby und ich wünsche euch noch viel Spaß. Lasst gerne noch einen Daumen oben da und ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.